Einen schönen guten Abend. Es ist Mittwoch. Es ist Zeit für die Plodemarilla Plodder-Sprechstunde mit der Inga. Heute zum letzten Mal offiziell dabei. Und mit mir der Eva. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr Zeit habt, mit uns heute den zweiten Plodderlong, nämlich für Februar. Ich höre mich. Ich höre mich. mit dem Thema Strass. Heute machen wir Bling Bling, heute machen wir Steinchen. Wobei ich euch wie immer bitten möchte, den Kopf nicht zu stur zu halten, sondern einfach über den Tellerrand zu schauen. Man kann natürlich auch anstatt Strass Flockfolie nehmen, man kann Glitzermegafunkel nehmen, man kann Hologrammfolie nehmen. Also ihr müsst keine Strasspunkte setzen, natürlich. Ihr könnt Strass nicht nur nehmen, um euch eben oder die Strass-Funktion nicht nur nehmen, um euch Strass-Schablonen zu erstellen. Wir haben das letztes Jahr an Ostern gemacht, das habe ich für die Kinder gebastelt, das sind auch Strass-Punkte. Da habe ich ein Motiv mir genommen und habe Strass gesetzt, also einfach nur diese Löcher. Anstatt dass ich Strass gesetzt habe, habe ich das die Jungs mit Band zusammenfädeln lassen und mit Watte ausgestopft, vorher ausgemalt und schon hatten wir einen schönen Osterhasen. Ich erinnere euch an die vielen tollen Weihnachtskarten, die es gibt, mit Schneeflocken und mit sonstigem, die mit Fäden oder mit Wolle gestickt sind. Auch da könnt ihr euch die Schneeflocken umwandeln lassen in Strass, macht einen Abstand größer und fädelt dann, anstatt dass ihr Strass setzt, einfach Wolle durch. Also es ist immer so, bitte versucht nicht zu sagen, nee, die macht Strass, das mag ich nicht. Versucht einfach über den Tellerrand drüber zu schauen. Ich zeige euch, wie es geht. Und dann könnt ihr das einsetzen, wie ihr das möchtet. Ihr könnt Boxen machen. Wir hatten die mal im Shop, ich glaube mittlerweile nicht mehr, aus Filz kleine Täschchen, die man an den Rändern zusammengenäht hat. Auch diese Punkte könnte man im Endeffekt auf Filz oder eben auf eine bisschen festeren Pappe setzen und dann mit einem schönen Garn das Ganze zusammennähen. Von daher ist das Thema nicht nur was für Leute, die einfach bling bling mögen, sondern für uns alle. Schön, dass so viele einschalten, schön, dass ihr da seid. Schön. Inga kommentiert übrigens als Plottermarino, dass ihr euch nicht wundert. Sie hat sich über mein iPad eingeloggt, weil mein Rechner, der da hinten steht, im Moment gerade irgendwie keine Lust auf WLAN hat. Aber gut. Wir machen heute Thema Strass. Aber bevor wir das Thema Strass machen, gebe ich noch ganz schnell bekannt, wer in der Gruppe intern heute die Reste und die Goodies von der Messe gewonnen hat. Ich habe das heute Vormittag reingesetzt. Da sind ein paar Reste drin von Glitzerfolien, von wir haben Plodemarie Bleistifte, wir haben Plodemarie Kugelschreiber neue, nämlich pinkfarbene. Da ist einer dabei. Es gibt eine Erinnerung an den Stand, nämlich eine Opaldame mit einer Pfauenfeder und ein paar Farbkarten. Gezogen haben wir die Kerstin Henkel. Kerstin wird noch angeschrieben, ist ein Pferdchen als Bild. Die Kerstin wird angeschrieben, beziehungsweise solltest du es hören, kannst du mich oder Inga auch gerne noch anschreiben, dann bekommst du das Ganze relativ zeitnah. So geschenkt in einer Kiste ist es nämlich schon. Das Ganze ist nicht in Verbindung mit dem Gewinnspiel auf YouTube. Dort könnt ihr nämlich noch bis zum 31. kommentieren. Für die drei Folienpakete, die es da auch noch gibt, die beschriftet sind, die mit Karteikarten versehen sind und sonstigem. Ja, wir sind wieder da von der Messe, weil ich gerade lese. Wir sind wieder da von der Messe, haben heute schon schön ausgepackt, uns Farbe ins Gesicht geklatscht und einen Zopf gebunden. Somit sehen wir nicht so aus, wie wir uns sehen, wir nicht so aus, wie wir uns fühlen. Aber es war wirklich toll, es war toll, viele von euch zu sehen, es war toll zu sehen, wie das Produkt ankommt, wie die Philosophie ankommt und da hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Da bin ich ganz, ganz sicher. Hat auch wirklich Spaß gemacht. Wo ist denn deine Datei her auf dem T-Shirt? Die Datei ist von der Steffi von Tante Plotter. Die habe ich wiederentdeckt, die ist schon wirklich alt, aber ich finde sie total geil. Also ich glaube, die gibt es schon seit einem Jahr im Shop. Aber ich musste mir dieses Shirt einfach nochmal machen, weil ich es total cool finde. Und nachdem unser Geschäftsführer auf der Messe so ziemlich alle meine privaten T-Shirts eingepackt hat, um sie mit nach Luxemburg in unseren Showroom zu nehmen, sitze ich jetzt da mit drei T-Shirts und muss mal wieder mal ein bisschen was Neues machen. Wir haben Strass übrigens auch auf der Messe gemacht. Unter anderem habe ich mein Logo umgewandelt in Strass. Das ist natürlich hier ganz bunt gesetzt.
Das hätte ich heute auch anziehen können. Ne? Das Schwarz hätte mich so. Also hier seht ihr auch eine Sache, ne, was ich euch heute zeige. Logos umzusetzen oder wie Inga auf ihrer Brust hat. Ich möchte dich bitten, mal ganz kurz näher zu kommen. Inga hat sich ein ganz, ganz süßes Shirt gemacht. Hier mit der Fellfolie aus Flock. Und das ist eine Datei aus dem Silhouette Store. Und hier hat sie die Schleife, das sind Sechsersteine, ne? Ja. Ja, die Schleife umgesetzt, umgewandelt in Strass. Total süß. Also da kann man so viele schöne Sachen machen. Die Sache ist nur folgende, je kleiner ihr geht, wo wir gleich beim Thema sind, je kleiner ihr geht, desto schwieriger wird das Ganze. Also wenn wir wie heute auf einem 15 auf 15 Rahmen oder eben sogar noch kleiner arbeiten müssen, wir gucken, dass wir große Motive haben. Wir haben, selbst wenn ihr Sechser Steine nehmt, sieht das Ganze dann eigentlich eher aus wie ein Ausschnitt von meinem Gesicht mit den Sommersprossen und nicht wie eine umgewandelte Datei. Aber wenn ihr groß genug geht, dann geht es. Ihr müsst nur dran denken, das Ganze wird automatisch umgewandelt. Das heißt, es ist immer eine Nacharbeit nötig, aber das zeige ich euch gleich. So, lesen wir mal ganz kurz. Ja, Messe war echt cool. Also es hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Aber es reicht jetzt auch. So, Inga wird ihren Mann ab Februar wieder in der Agentur unterstützen. Aber zum Plot-Along immer mal wieder dabei sein, haben wir schon gesagt. Also ist ja nett. Wir sehen uns ja sowieso. Unsere Kinder machen im Moment auch wieder gemeinsam Schwimmkurs. Dreimal die Woche. Also der Entzug wird für mich nicht ganz so schlimm wie für euch. So, ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, oder ich hole euch jetzt mal auf meinem Bildschirm, dass wir mal anfangen. Hier. Ah, die haben schon wieder was geändert. Das lieb ich ja falsch rum. So, also ihr seht hier meinen Bildschirm. Wir sind bei 2020. Ich mache es mal ein bisschen größer. Das ist der Februar. Ich mache mir jetzt mal ein Rechteck und gebe dem die Größe, das was ich brauche. Ich wollte es jetzt gerade mal ausmessen. Ich hatte es nämlich vergessen. Ich glaube, 14 auf 14 war das. Oder 15 auf 15. Ich mache mal 14 auf 14. So. Sodala, da ist mein Quadrat so groß. Darf das Ganze dann, nee, das ist doch nicht 14 mal 14. So groß darf es sein. So, dalla. Nur, dass ich für mich mal so ein bisschen, dass ich für mich das Ganze mal so ein bisschen visualisieren kann, wie groß das Ganze sein soll. Ich schiebe es mal in die Mitte und mache mir auch erstmal vielleicht das Ganze hier ein bisschen größer. Das ist wieder aus dem Baukasten von der Steffi von Tante Plotta. Mittlerweile haben wir auch für die keine Designer-Edition haben, das Ganze als DXF noch hinterlegt. Bei uns in der Gruppe, in den Dokumenten, wer da Fragen hat, darf sich natürlich sehr, sehr gerne melden. So, für alle, die heute keinen Bock haben oder die nach dieser Sprechstunde keine Lust haben, sich selbst eine Straßdatei zu erstellen, hat die Sonja von Biberwerke für den Februar was erstellt, mit Herzen, mit Februar, mit sonstigem. Da könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Das hatte ich euch in dem Teaser gezeigt. Diese Dateien könnt ihr erwerben, kostenfrei. Die könnt ihr kostenfrei bekommen zum Download bei ihr auf der Seite. Nur, dass ihr wisst, ihr müsst heute nicht mitmachen. Ihr könnt auch einfach zuschauen und euch dann das Freebie runterladen. So, wir machen das Ganze jetzt hier mit den Formen, die wir haben. Februar, würde ich sagen, fast... Ach, als Studio 3 Datei, entschuldigt bitte. Zum Glück haben wir so viele Soufflösen. Ne? Von hinten kriege ich den Backstein und von da vorne kriege ich souffliert. Dankeschön, liebe Silke. So, ich ziehe mir hier jetzt ein Herz mal als Beispiel. Und da wir es ja gleich richtig machen wollen, ziehen wir uns zwei Herzen. So, warum habe ich mir zwei Herzen gezogen? Ich will es nämlich gleich mehrfarbig machen, wenn der Mama es richtig. So. Ziehen wir das Ganze mal so da lang. Also, ich habe mir hier jetzt zwei Herzen gezogen. Also, ich mache jetzt erstmal das äußere Herz. Und da ist jetzt eine Sache, die wirklich zu beachten ist. Ihr müsst hier mal an der rechten Seite gucken. Das Zeichen für Strass ist dieses hier mit den Facetten. Strasssteine haben mehrere geschliffene Facetten. Viele verwechseln das mit dem Sternchen, der Punkte hat. Das ist es aber nicht. Das ist wieder was anderes. Das sind die Konraster-Fenster, wo der Plotter dann 8,5 Tage Punkte plottet. Sieht aber auch sehr, sehr... Eva ist weg? Doch, ich bin noch da. Ich bin nicht weg. Also auf jeden Fall, ihr müsst hier unten zu diesen neuen Facetten gehen. Das ist das Strasssteinfenster.
Gut, ich habe jetzt den äußeren Rand, nur das Äußere erstmal markiert. Dann, ich möchte mit 10er Strasssteinen arbeiten. Na, ich gebe mir jetzt einmal 10 hier ein. Als kleine. So, jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt hier die Pünktchen oder es gibt gefüllt. Ich will aber erstmal nur die Pünktchen. Und ihr seht, ganz, ganz schnell haben wir uns schon die erste Strassschablone erstellt, nämlich die äußere. Dann können wir sagen, wir gehen ins Innere. Ich schiebe das aber jetzt mal raus. Das ist gruppiert, okay. So, jetzt nehme ich das Innere, markiere es. 10er Steine sind eingestellt und ich mache mir das. Und ihr seht, es ist ein bisschen schwierig. Wir gehen mal auf 6er Steine und ihr seht, schon sieht das Ganze wieder mehr aus wie ein Herz. Und da einfach, da müsst ihr euch jetzt durchprobieren. Wenn ihr jetzt seht, okay, gut, ein Stein hier oben vielleicht noch, ein Stein da unten vielleicht noch. Oder was man natürlich auch machen kann, wir können jetzt freihand hier sagen, wir setzen uns hier außenrum noch einen Schimmerschein, was auch immer, könnt ihr das auch noch machen. Also da gibt es eben dieses Tool, das sich Freihand nennt. Und was ich auch machen kann, ist mein Herz markieren und die Glitzersteine freigeben. Das heißt, er nimmt die Gruppierung raus und da kann ich dann, ich empfehle euch aber bitte nicht, das mit der Maus zu machen, sondern macht es mit der Tastatur. Hier könnt ihr das Ganze ein bisschen einfacher versetzen, weil sonst kann das ganz, ganz schnell in einem verschobenen Chaos händen. Die Strassschablonen aus dem Adventskalender sind in 10er Größe. Wenn du jetzt beispielsweise sagst, du möchtest das nachmachen, was ich gerade gemacht habe, Herz innen, Herz außen, musst du gucken, dass du innen vielleicht auch 10er nimmst, 10er Steine nimmst. Wir setzen uns jetzt hier nochmal ein Herz rein. Ab wann kann man Strassschablonen machen? Das müsste die Plus sein. Ja. Gucken wir nochmal, ob wir es mit den Zähnen ordentlich hinkriegen. Dann könnt ihr es zum Beispiel auch noch radial füllen. Das eine ist horizontal und vertikal und radial ist im Endeffekt um das Offset immer wieder nach innen. Finde ich eigentlich fast auch noch schöner. Da würde ich mir jetzt freihand vielleicht noch einen Strassstein hier reinsetzen. Hier und hier und hier. Da müsst ihr allerdings dann wieder aufpassen, dass die Strasspünktchen sich nicht berühren, weil sonst gibt es beim Schablonenschneiden gleich wieder Probleme. So, ich lösche mir das jetzt mal raus. Aber hier hätten wir ja schon eigentlich eine relativ schöne Strassschablone. Und beides ist SS10. Innen wie auch außen. Ihr könnt es natürlich noch ein bisschen anders machen. Ihr zieht euch das Herz, macht ein inneres Offset, ganz normales Offset. Wo ist es? Hier. Offset müssen wir mal gucken, dass wir mindestens 4 mm haben. Und ein äußeres Offset ist mir ja wurscht. Hier, da, mit Spitze bitte. So, da, noch ein bisschen mehr. So, da, jetzt wandeln wir das Äußere um. Strass in Linie. Und da kann ich ja dann mir das Ganze ein bisschen anders setzen. Hier. Glitzersteine freigeben. Gehe mit dem ein bisschen weiter runter. Da könnt ihr euch ganz einfach ein bisschen durchtesten. Noch ein bisschen hoch. Aber ihr seht dann ganz schnell, warum es nicht so viele vollflächige Strassdateien gibt, weil es nämlich ein ganz schöner Aufwand ist. So, jetzt gruppiere ich die aber wieder. Dann nehme ich mein Herz innen. Gehe auf vollflächig oder eben auf radial. Das kann ich mir jetzt hier, wobei ich dann das vollflächig eigentlich fast noch schöner finde. Und dann kann ich sagen, ich mache das Äußere in Rot und das Innere in Clear, was weiß ich was. So, dann würde ich sagen, also mir gefällt diese Variante fast noch ein bisschen besser, aber ich denke, ich habe das Herz zu groß gemacht. Oh nö, nicht einmal. Genau, und dann machen wir das noch ganz lustig. Ein Ticken kleiner. Und jetzt kommt die Sache, die ganz, ganz wichtig ist. Ihr dürft jetzt nicht einfach sagen, ich mache es mir kleiner, weil dann habt ihr ein Problem, dann fallen die Strasssteine nicht mehr rein. Ihr müsst euch als allererstes dafür entscheiden, wie groß euer Motiv sein muss. Wenn ihr aber eine SS10-Vorlage habt und ihr wollt die in 16, in 18, in 20 oder in kleiner haben, gibt es bei miriamkreativ.de auf dem Blog eine Umrechnungstabelle, wie viele Prozente ihr aufschlagen oder abziehen müsst.
Ich würde jetzt aber gerne, ich mache mir das jetzt einfach nochmal. Ich nehme mir das hier raus und erstelle mir das Herz jetzt einfach nochmal in der Größe, in der ich es haben möchte. Das ist wirklich was, was ihr zwingend beachten müsst. Nicht größer oder kleiner machen. So, wir gehen jetzt nochmal aufs Offset, ein inneres Offset mit Ecke, mit mindestens 5 Abstand. Mindestens. Mindestens. So, machen wir es so. So, das äußere Strass. Hier, es äußere Linie. Sehr cool. Und da machen wir jetzt die Füllung. Genau. Und schon haben wir ein richtig, richtig schönes gefülltes Herz. Entweder wir können das jetzt komplett rot machen, wenn wir das wollen, oder wir machen es in 2 Teilen. Ich würde es gerne in 2 Teilen machen. So, dafür markiere ich mir jetzt aber beides, weil ich mir die beiden jetzt als Schablone schneiden möchte. Ich mache mir jetzt ein neues Blatt auf, kopiere mir die hier rein. Oh, zweimal brauche ich sie nicht. Ich habe mir hier ein Stück Flockfolie genommen und auf die werde ich mir diese Schablone jetzt schneiden. Wäre es jetzt ein Schriftzug, müsste ich ihn horizontal wenden. In dem Fall muss ich es aber nicht machen, weil ein Herz muss ich nicht horizontal wenden. Dann nehme ich mir jetzt meine Matte, klebe mir die Flockfolie drauf, als würde ich ein Motiv schneiden wollen, ganz normales Motiv, also wieder von hinten. Klebt mir das, weil meine Matte gerade überhaupt nicht mehr so gut klebt. Gute Nacht, gute Besserung, Monika. So, ich lade das jetzt und gehe auf Senden mit den Flock-Einstellungen und lasse den hier mal mit Geschwindigkeit 3 durchrödeln. Während der hier rödelt, da braucht ihr auch gar nicht zuzugucken, das ist ganz normales Schneiden auf Folie, können wir unseren Monat ja soweit machen. Wir haben uns das Herz hier schon soweit vorbereitet. Ich kann es ja auch mal für mich jetzt für die Augen füllen. Ich mache es innen rot und ich mache es außen in blau als Beispiel. So, jetzt gucken wir mal, der Monat ist schon der Februar, aber das haben wir noch gar nicht dazu geschrieben. Jetzt machen wir noch 2020. Suchen uns eine schöne Schriftart aus. Das Ganze könnt ihr dann wieder, wie ihr Lust habt, in allen möglichen Varianten ausdrucken. Ihr könnt es mit Print and Cut ausschneiden oder wie ich, weil ich zu faul bin, mit der Schere. So, das fülle ich jetzt auch mal schwarz. Die Linie mache ich auch schwarz. So, dann haben wir die 2020. Vielleicht ein bisschen schief. So, was wir jetzt natürlich noch machen könnten, den Februar. Den könnten wir hier so dran runterlaufen lassen. Schreiben wir mal Februar. Was wir auch, was viele immer fragen, ich schreibe mir hier jetzt Februar. Jetzt möchte ich das Ganze untereinander haben. Ist ganz einfach. Solange da noch ein grüner Rahmen außenrum ist, könnt ihr das Ganze zusammenschieben. Ihr seht es hier und schon steht es untereinander. Und dann könnt ihr natürlich einstellen, wieder mittig. Und schon hätten wir den Februar untereinander geschrieben. Können wir eigentlich machen. Dann nehmen wir auch diese Schrift vielleicht. Ich muss erstmal markieren. Welche Schrift ist es gerade? Bold-Doodle-Font. Bold Doodle Font. Wichtig hier jetzt wieder den Zeilenabstand vielleicht ein bisschen kleiner machen. Nicht den Zeichenabstand, sondern den Zeilenabstand, dass es nicht so weit auseinander ist. Dann machen wir das Ganze vielleicht noch ein bisschen kleiner. Dann machen wir die 2020 hier hin und setzen uns den Februar hier rein. Als Beispiel. Ich färbe mir das jetzt schwarz und zeige euch auch gleich nochmal, wie ich das gemacht habe. Als Beispiel, wenn wir jetzt so diese, was ja ganz, ganz in ist, dieses Scrapple-Zusammen-Dinges. Zum Beispiel hier haben wir die Eva. Eva, achso, das ist natürlich Quatsch. Eva
Und dann haben wir den lassen wir weg. Schieben wir das hier zusammen. Und schon können wir hier Sascha. Genau. Na, ihr seht, was ich euch da damit sagen will. So kann man einfach richtig schön, und es geht einfach, wenn ihr zweimal draufklickt, ist der Rahmen grün und dann könnt ihr das so machen. Ihr könntet euch aber auch, wenn ihr wollt, den Text an dem Herz vielleicht orientieren, wobei der Februar da eigentlich gar nicht lang genug ist, dass man sagt, Doppelklick, wenn ich einen Doppelklick mache, warte mal ganz kurz, weil das sind nämlich etliche, die dann entgittern. Ihr könnt auch einen Doppelklick drauf machen. Ich mache die Schrift mal ein bisschen kleiner. Dann sieht man es vielleicht besser. So, ich war nicht markiert, ich glaube es. So, wir machen das jetzt mal Steuerung A. Hallo? So. Machen mal Schriftgröße 40. So, ich habe hier jetzt den Sascha. Mach mir einen Doppelklick drauf. Dann kommt hier so ein Fadenkreuz. Und dann könnt ihr es an einem Objekt ausrichten. Könnten wir vielleicht den Februar innen oder außen dran machen, wenn wir das wollten. Na, das sind auch so Sachen, die man da einfach machen könnte. Wenn ihr jetzt Lust hättet, hier um dieses Herz noch Sascha und Eva zum Beispiel außenrum zu schreiben. Na, dann könnten wir hier Sascha machen. Die Eva machen wir mal ein bisschen kleiner. Auch wieder mit 40. Hat ja gut geklappt. 40. 40. Sobald diese, so, da ist die Eva, so zum Beispiel, könnte man sagen, wir machen das jetzt so groß wie unser Herz. Es geht ja automatisch mit. Dann könnten wir das da außen rumsetzen. Nur, dass ihr mal so seht, was man alles spielen kann. Also da sind wirklich keine Grenzen gesetzt. Mir würde das jetzt aber persönlich zu viel werden. Mir gefällt es eigentlich so gerade echt gut, wie es ist. Aber ihr seht, untereinander schreiben, immer bitte gucken, macht einen Doppelklick auf eure Objekte. So könnt ihr sie an Objekten ausrichten, innen drin, außen dran. Oder ihr könnt sie vertikal untereinander schieben oder einfach so lassen, wie sie sind. Da spielen ohne Ende, guckt mal. Also das sind so Sachen, die wir auch in den nächsten Monaten noch thematisieren werden, wenn wir Flexfolien haben, Flockfolien, Veredelung und Sonstiges. Aber einfach mal heute schon, eben aufgrund dieses Februar. Ich möchte das Ganze jetzt so lassen, werde mir jetzt das Herz aber rausziehen, weil das machen wir ja jetzt gleich mit Strass. Ich lasse mir das jetzt so ausdrucken, dass es schon mal fertig ist, mache mir den Rand hier aber in einem Grau, dass ich weiß, wo ich dann schneiden muss und gehe mal auf Datei drucken. Und druck mir das Ganze aus. So, und während das Ganze druckt, kommt ihr wieder zu mir und hier seht ihr die Flockschablone. Die Flockschablone ist, wie ihr gesehen habt, auf dem Bildschirm, da sind lauter Kreise reingeschnitten. Und jetzt bitte, keine Panik, ihr müsst das nicht entgittern. Wir ziehen das Ganze hier einfach ab. Mit einem Hook oder mit den Fingernägeln zieht es einfach von der Flockfolie ab. Warum nehme ich Flockfolie? Flockfolie ist ein bisschen dicker und auf Flockfolie klebt auch die Transferfolie nicht fest, weil sie eben diese Floor-Optik hat. So, jetzt ziehen wir uns das Ganze hier ab, schön vorsichtig, dass wir die Flockfolie nicht zerreißen. Und schon haben wir unsere Schablone. Fertig. So, ich habe meine ganzen Schablonen, die ich bisher gemacht habe, mir gesammelt hier auf solchen Orten, in solchen Schnellhefter-Dinges. Das sind gepresste Schablonen einfach auf Actionblöcke oder einfach auf Tonkartonage, 220, 250 Gramm. Reste, Farben, die ich nicht so gerne gemocht habe. Und da sind meine ganzen wirklich, wie hier, ihr seht, das Nein, die Blumen von diesen Spring Girls. Alles Mögliche, weil ihr könnt es immer wieder verwenden. Ich hatte das mit auf der Messe und das sind zum Beispiel von dem Spring Girl die Blümchen in den Haaren. Die könnt ihr genauso gut eben auch aufheben und dann auf solche Blätter machen oder auf kleine Filztäschchen oder Canvas-Täschchen oder was weiß ich was. Von daher schmeißt die bitte nicht weg, hebt sie auf. Ich hatte das vorhin gesehen. Wo habe ich das gesehen? Auf dem Strassdöschen hier. Das zum Beispiel hatte ich auch mal auf irgendeiner Messe gemacht oder auf irgendeinem Event. Da habe ich ein Strassherz gemacht auf einer Pappdose
und das hier unten ist Flexfolie. Also hebt sowas bitte immer auf, wenn es euch Spaß gemacht hat. Und dann könnt ihr das nämlich für alles Mögliche wiederverwenden. Gerade Herzen oder Tannenbäumchen, Schneeflocken. Tut euch da einfach mal so ein bisschen Actionblöcke. Entschuldigt, das sind solche 30 auf 30 Pappblöcke. Die sind relativ günstig. Die kosten so um die 4 Euro. Und das sind verschiedene Motive. Also das könnt ihr zum einen nehmen zum Kartenbasteln oder eben auch, gerade wenn es ein Motiv ist, was ihr nicht so mögt, könnt ihr es nehmen, um euch eure Strassschablonen drauf zu pressen. Das machen wir nämlich jetzt. Aber da müsst ihr nicht zugucken, ihr könnt ja die Presse sehen. Ich presse mir das jetzt auf Pappe. Wichtig ist, wenn ihr auf Papier presst, das werden wir auch noch oft besprechen, wie nachher eben auch, wenn ihr auf Papier presst, guckt immer, dass ihr ein Buch da habt oder schiebt es euch unter die Schreibtischunterlage, weil es kann sein, dass das Papier sich wälzt. Irgendwo in diesem Haus liegt auch noch meine Photoshop-Anleitung mit 5000 Seiten, die ist schön schwer, die kann man da immer ganz toll drauflegen. So, ich presse das jetzt, ich hole euch dann beim Strass richtig nah her. Jetzt im Moment braucht ihr es nicht so nah. Ich mache nichts anderes, als das jetzt hier festzupressen. Sind wir bei 190 Grad? Nee, gut. Aber bei einer Minute. Wie bekomme ich die Flexfolie auf die Dose? Einfach mit dem Bügeleisen. Die habe ich aufgepresst. Das ist kein Problem. Das könnt ihr mit dem Bügeleisen festmachen. Auf Papier, auf alle möglichen. So, jetzt schiebe ich mir das. Ihr seht, es wälzt sich schon ein bisschen. Ich schiebe das gleich hier unter meine Schreibtischunterlage, bis es ein bisschen abgekühlt ist, dass es wirklich gerade bleibt, weil eine Strassschablone muss gerade sein. Wenn die nämlich sich so biegt, beißt ihr euch in den Arsch, weil dann bleiben die Strasssteine nicht sehen. Wie lagert ihr solche Größen 30x30? Ich habe hier jetzt das große Glück, ich habe so ein Regal, mein Schrank hat auch 30x30 Schubladen, aber ansonsten für die 30x30 Supplipapiere zum Beispiel hat die Inga ein ganz, ganz cooles Täschchen genäht, einfach aus Filz mit der Overlock zusammengetackert und mit einer Öffnung aus hier mit Klettverschluss. Also da ist es, glaube ich, total wurscht. Wenn man es will, dann kann man das machen. So, ich hole euch jetzt auf meinen Bildschirm und dann machen wir zusammen dieses Herz. Hier, da sind wir. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich hätte vielleicht einfarbig nehmen sollen als Unterlage, aber das kriegen wir so schon hin. Ich hole mir jetzt Strasssteine. Ich habe zum Beispiel, vielleicht auch interessant für alle, die nicht mehr so viele, die dann Reste in ihren Dosen haben, wie ihr das bei meinem EMB auch gesehen habt, alles, was so Reste sind, na, das ist ja bunt, alles, was Reste sind, wenn ich sehe, es ist zu wenig, um irgendwas damit zu machen, sammle ich das in einer größeren Dose und hebe mir das auf, dann kann ich das Herz zum Beispiel auch in bunt machen, wenn ich möchte. So, das sind so meine Reste von der Messe. Ich gucke gerade mal, da habe ich Siam, das ist doch schon mal ganz gut. Und dann machen wir es vielleicht außenrum in Crystal, genau, und durchsichtig. So, jetzt braucht ihr einen Puderpinsel. Das ist wirklich mein Puderpinsel, den ihr auch fürs Gesicht nehmen könnt. Besser gehen aber eigentlich die Rasierschaumpinsel von den Männern. Weil die einfach fester sind. Wenn die zu weich sind, dann fressen die Pinsel, fressen die Pinsel die Steine. So, jetzt fangen wir mal an. Ich kippe jetzt meine Strasssteine da drauf und fange an, das hier einzukehren. So, da lang. So, 98% fallen rein, die nicht reinfallen, setzen wir selber. Aber es ist schon mal ein Großteil drin. Witzig ist, dass bei Radial die Steine nicht so gut reinfallen, aber da sind wir ja flexibel. Meistens muss man nur 2, 3, 4 nachsetzen und das ist ja jetzt nicht so dramatisch. Ihr seht schon mal, der Großteil fällt ja rein. Und den Rest schiebe ich mir einfach mit dem Finger nach. Wer die Strassdöschen aus dem Adventskalender hat, das sind 3 Farben. Die sind ja auch recht schön. Entweder sortiert ihr sie wie das Aschenputtel auseinander. Oder ihr macht es einfach dreifarbig. Oder ihr macht kein Herz, sondern einen Regentropfen zum Beispiel. Der würde ja im Moment auch gut passen. So, jetzt gucken wir mal so.
Christine hat auch gerade geschrieben, dass er neulich was vorbereitet oder heute sogar und dann dagegen geschrieben. Ja, das passiert sehr gerne. Gerade wie ihr es hier bei mir auch seht. Weil wir sind jetzt hier in einem geschlossenen Raum. Es ist, klingelt kein Postmann mehr. Es ist schon spät genug. Und dann stehst du auf und kommst mit der Hüfte da dran und dann kriegst du erstmal einen Tobsuchsanfall. Also ja, das ist normal. Das kenne ich auch. Kenne ich nur zu gut. Und es ist auch immer so, dass ihr länger braucht, wenn euch jemand zuguckt. Das ist auch normal. Das habe ich mich auch schon dran gewöhnt. Und dann gibt es wieder so wie das Nein. Das haben wir ja auf der Messe gemacht. Da waren wir innerhalb von 5 Minuten fertig. Das ist manchmal flutscht es und dann flutscht es wieder nicht. Aber es sind jetzt keine Riesenmotive. Aber ihr habt ja hier schon mal die Vorlage, wie ihr es machen könnt. Ihr müsst auch gar keine Strassvorlage machen. Ihr könnt euch genauso gut auch an die Presse setzen und einfach die Steine als Highlights selbst reinlegen. Das habe ich am Samstag auf der Messe gemacht. Da war es mir nämlich so schweinekalt. Dann habe ich mich an die Presse gesetzt und habe erst einmal ein paar Strass-Highlights gesetzt. Dann war es mir wieder warm. Ja, so ab und zu mal. Dumm darf man sein, ne? Ja. So, da fehlt es ein paar netten Eingefallen. Aber gut. Ihr könnt es mit der Pinzette machen, ihr könnt es mit Fingernagel machen, ihr könnt es mit Pick Me Up machen. Da hat jeder wie beim Entgittern seine eigene Technik. Und das ist auch gut so. Wenn wir alle die gleiche hätten, wäre es ablädt. So, gleich haben wir es. Weißt du noch, wie wir das Spring Girl hier live gemacht haben? Oh, ja. Da hat es die Inga gemacht in Glitzer-Mega-Funkel. Das könnt ihr ja auch machen. Ihr müsst ja die Kreise nicht aus Flock schneiden. Ihr könnt es ja auch aus Glitzer-Mega-Funkel schneiden und es glitzert und fitzert genauso. Und ihr habt keinen einzigen Strassstein gebraucht. So, wir machen uns hier Platz. So, wenn ihr ganz, ganz, ganz neue, Mask habt, Dankeschön, Inga, dann müsstet ihr die bitte vorher erst 2-3 Mal über die Hose ziehen, weil wir gehen ja dann ans Papier. Und nicht, dass ihr euch mit der zu neuen Mask das Papier kaputt reißt. Also daher bitte immer 2-3 Mal über die Hose gehen. Wenn ihr es auf ein Shirt macht, ist es wurscht, da passiert nichts. Oh, Kamera, du kennst mich doch. So. Ganz wichtig, eine von Ihnen. Richtig. So, ich ziehe mir das jetzt deswegen über den Busen, weil meistens, wenn man das abzieht, hat es so ein bisschen eine statische Aufladung. Dann haltet ihr das nämlich hier drüber, dann kommen euch die Strasssteine entgegen. Das wollen wir natürlich nicht. Also immer die statische Aufladung ein bisschen rausnehmen. So, und jetzt habe ich das natürlich zu nah. So, ich habe mir jetzt die Transfermaske genommen. Ich habe auch schon eine starke Transfermaske genommen. Wie gesagt, wenn ihr das Gefühl habt, die ist eigentlich gar nicht für Strass, schiebt sie einmal über den Teppichboden. Ne? Also das ist überhaupt kein Problem. War beim Adventskalender eine Maske dabei? Nee, aber weißt du, was du auch machen kannst? Wenn du das nächste Mal ein Flex-Shirt presst, hebst du einfach die Transferfolie auf, wenn sie noch gut klebt. Wenn du was Großflächiges gemacht hast, auch die kannst du nehmen, wenn sie noch gut klebt. Oder hast du, keine Ahnung, hast eine lila, blassblau karierte Flexfolie und du findest die ganz hässlich, dann ziehst du die Flexfolie ab und das klebt ja auch ganz toll. Die kannst du auch nehmen. So, wie ihr seht, habe ich mir das Ganze hier jetzt schon abgezogen und das hält mir da dran. Ich kann das auch aufheben. Könnte ich mir hinten dran jetzt wieder eine Transferfolie machen, also die Schutzfolie. Dann kann ich das Ganze auch später erst pressen. So, ich schneide mir jetzt mal ganz schnell meinen Kalender aus. Genau. Ich hätte vielleicht mal die Grau auch die Linie dick erhöhen können. Aber das macht nichts. Ich nehme mir einfach, habe ich den Januar noch irgendwo, dann könnte ich mir den aus. Vorlage nehmen. Ich weiß nämlich gerade nicht, wie groß ich es ausschneiden muss. So. Ich nehme jetzt nur mein Papier, dass ich dann was habe, wo ich es draufschneiden kann. Ich kann so toll gerade schneiden. Es ist abartig, wie gut ich schneiden kann. Ich druck mir das jetzt nochmal aus. Das ist so schepp geschnitten. Das ist ja blöd, ey.
Die Liniendicke war natürlich nicht über 0, dementsprechend hat sie nicht gedruckt, genau. So, drucken. Hatte ich nur ein Blatt reingelegt? Nee, ja. Gut, dankeschön. Währenddessen kann ich euch schon mal mit dem hier hinstellen, an die Presse. Und er sagt mir wie immer, dass mein Papier fast leer ist. Hast du aber noch einen? Ja, du hast das der Patrone gekauft. Wir müssen sie nur einsetzen. Hätte sein können, dass es schon wieder. Nee. Ich habe nur noch die Patrone nicht gewechselt. Ich warte auch immer bis zum Schluss. Ja, ja. So, das mache ich jetzt mal zu, weil der wieder so aggressiv ist. So. Ich schneide das jetzt aus. Wie gesagt, ihr könnt natürlich auch wieder mit Print & Cut arbeiten. Könnt euch wieder vorbereiten, dass ihr es habt für die Happy Planner Ringe oder dass ihr es locht oder klebt oder was auch immer. Ich möchte es aber gerne wieder bei mir einklipsen in meinen Ribberrahmen. So, das heißt, ich habe hier jetzt mein Papier und da möchte ich jetzt mein Herz drauf pressen. Dafür hole ich euch wieder hier hin. So, jetzt ist eine Sache ganz wichtig. Wir pressen den Strass nicht so auf, weil der Strass, sonst kann es passieren, dass das Papier sich wendet. Wir legen ein Ausgleichskissen drunter, weil dann drückt sich der Strass nämlich durch. Das heißt, das Blatt bleibt schön gerade und der Strass ist von hinten dann wie so ein bisschen durchgedrückt. Aber das Blatt sieht von vorne einfach weiterhin schön aus. So, ich nehme hier mein Herz, lege mir das auf. So, 10 Sekunden. So ein bisschen fest. So, ziehe ich mir die Maske gleich ab. Und ihr seht, es ist drauf. Und hinten ist es leicht durchgedrückt. Und vorne ist es schön gerade. So, gehen wir wieder zurück, machen den Rest. Hole ich euch. Ach so, machen wir den Rest. Muss ich euch ja mitnehmen. So. Ja, ja. Also wenn es so weitergeht, habe ich 8 Webcams hier, aber da habe ich keine Lust drauf. Mir reicht eine. Mir reicht eine, die portabel ist. So, das könnten wir jetzt natürlich wieder auf die Seite räumen. Das füllen wir dann wieder in das Döschen ein. Jetzt haben wir hier noch Crystal. Machen wir hier den zweiten Teil. Das ist mehrfarbig strassen. Das ist jetzt wirklich die, wer sagt, eine Farbe reicht mir gut, aber dass ihr einfach schon mal das Prinzip habt, zwei Farben, ist gruppiert und gut ist. Geht ratzfatz. Mit den Blümchen, mit den Osterhasen, könnt ihr immer gleich arbeiten. Erst innen drin, dann außenrum. Farbe 1, Farbe 2 und fertig. Und es sieht wirklich toll aus. Also Strass, gerade mit mehreren Farben. Ich habe bei Biberwerke, haben wir den Hund jetzt gemacht. Ich habe, auch wenn Etsy verpönt ist, weil wir nie wissen, ob es kopiert ist von Amerika oder nicht, gibt es da einfach gigantische Dateien. Diese Spring Girl mit den Das Winter Girl mit den Schneeflocken in den Haaren ist und bleibt einfach gigantisch. Den Schmetterling fand ich auch schön. Oh, der Schmetterling. Es gibt im Silhouette Store auch Strass und auch mehrfarbig Strass. Da ist es aber nicht gruppiert. Da müsst ihr ein bisschen mehr Arbeit reinstecken. Da müsst ihr euch die Farben nämlich selbst zusammenstellen. Spielt es eine Rolle, ob ich mit Laserdrucker oder Tintenstrahl ausgedruckt habe? Nein. Express? Nein. Also, nee. Nein. So, ihr seht, das Außenrum ging jetzt um einige schneller. Schieben wir uns das wieder weg. Mal nochmal, dass es passt. Die Transferfolie könnt ihr nehmen, bis sie nicht mehr klebt oder ihr nicht mehr wisst, wo sie ist. Wie kann ich beim Rechteck eine genaue Zentimeterangabe machen? Katrin, guck mal, warte mal.
Da gibt es zwei Möglichkeiten. Okay, jetzt verwirre ich gerade meinen Computer. Schau mal, es gibt zwei Möglichkeiten. Du markierst dein Rechteck und gibst hier oben bei Höhe und Breite hier oben was ein. Oder wenn du dich daran nicht mehr erinnern kannst, gehst du hier auf dieses Aktienzeichen. Ich sage immer gerne Aktienzeichen, heißt aber Ausrichtenfenster. Da gibt es auch nochmal die Möglichkeit beim Skalieren die Weite und die Höhe einzugeben. Also du hast es einmal hier in der Skalieren-Ausrichtung oder da oben. Nur dass du das gesehen hast. So, während du auf meinem Bildschirm bist. Ach so, übertragen tue ich es noch schnell, aber das schafft er jetzt auch mal ganz kurz ohne mich. Ich mache es wieder mit meiner Transferfolie. Ich habe zwei Steine Schepp übernommen. Die setze ich mir jetzt schnell wieder ein. So. Ich übertrage mir das wieder. Ihr könnt es mit dem Rakel ein bisschen festdrücken oder mit dem Finger da einfach ein bisschen spielen. So. Hi, Show. Und da sind wir wieder an der Bresse. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Hier. So. Solltet ihr mit mehreren verschiedenen Größen arbeiten, ist es wie bei den Folien auch. Erst die kleinen und dann hocharbeiten zu den größeren. Wenn ihr mit Flexfolie arbeitet, erst die Flexfolie, dann die Steine. Na, also da bitte wieder aufpassen, sonst haben wir ein Problem. Jetzt mache ich mir den Kreis hier außen rum. Den Kreis. So, setze mir das jetzt hier außen rum. Ein bisschen weniger Druck. So, wieder 10 Sekunden. Wenn das Ganze auf einem Shirt ist, ihr könnt euch das ja dann auf eure Hose machen, auf eure Jeansjacke oder was auch immer. Bitte 2 Tage warten, dann könnt ihr es waschen. Bitte auf links, dass es nicht gegen die Trommel klatscht. Und schon ist es fertig. Das geht ratzfatz. Und ich werfe meinen Strass übrigens auch in den Trockner. Überhaupt kein Problem. Also die sind auch babysafe. Das heißt, sie kommen so wieder raus, wie sie reingegangen sind. Und schon ist unser Februar schon wieder fertig. Also das geht wirklich ganz, ganz schnell. Ich setze ihn schon mal ein. Wer keine Lust hat, sich selbst was zu erstellen, wie gesagt, Biberwerke hat freundlicherweise ein Freebie erstellt mit mehreren Möglichkeiten. So, mein Februar ist jetzt auch im Kalender. Und ganz, ganz schnell haben wir eine Datei selbst erstellt. Ihr könnt das von letzter Woche mit dem Zeichnen und Einlesen und als Datei machen genauso verwenden. Setzt euch hin, malt ein Blümchen. Ich meine, es ist schwierig auf so einem kleinen, Blatt. Aber wenn ihr in A4-Größe geht, malt euch einen Blumenstrauß, malt euch wirklich drei große Tulpen, Blätter. Also malt euch drei Tulpen, die Blätter dazu, füllt euch das Ganze, wandelt es in Straße und wenn es groß genug ist, geht es auch relativ schön. Wenn ihr seht, okay, gut, bei der Tulpe ist ein Steinchen blöd umgewandelt, setzt es wieder frei, macht dann Freihand ein paar Blümchen noch dazu. Da könnt ihr so, so, so schöne Sachen machen. Es ist ein bisschen aufwendig. Das ist auch der Grund, weshalb es nicht so viele Straßdateien gibt. Aber es macht einen Riesenspaß und es sieht total schön aus. Und man kann es auf, ihr habt es vorhin gesehen, auf Papier pressen, auf Pappe pressen, auf Filztaschen pressen. Ein bisschen als Highlights oben auf der Jeansjacke, was ja total in ist, wieder einfach geil. Also da, und wer keine Lust drauf hat, es als Strass zu machen, kann sich hier Boxen erstellen. Wir könnten jetzt mal spaßeshalber auf mein Bildschirm gehen. Und sagen, wir nehmen uns als Beispiel, wenn ich sie jetzt irgendwo finde, auf die Schnelle. Schuhe hast du auch schon gemacht, ne? Meine Adidas-Schuhe habe ich Ja, auch schon, habe ich die die sind. Streifen komplett mit Strass gemacht. Ich will jetzt gerade mal schnell gucken, ob ich unter Downloads meine Box finde. Meine Explosionsbox. Box EMB. Weil diese Explosionsbox. Box. Ich finde es. Ja, aber meine Explosionsbox beispielsweise hat ja also die wird ja nur geklappt. Die hat ja keine Klebelaschen. Und wenn ihr euch da zum Beispiel drei, vier Punkte setzt, Strasspunkte setzt, bevor ihr sie schneidet, könntet ihr sie mit einer schönen Schleife zusammenbinden.
und können dann irgendwas reinstellen als Beispiel. Also da bitte, ja, einfach offen bleiben. Die Crystal-Steine ist alles auf dem Weg, habe ich heute erst gehört. So, meine Schuhe. Hier habe ich meine Schuhe, meine Adidas-Schuhe, auch gepimpt. Ist total cool. Ab und zu mal fliegt ein Stein natürlich beim Laufen, aber die werden wieder nachgeklebt. Da könnt ihr viel, viel, viel tolle, coole Sachen machen. Auf die Schuhe habe ich es aufgepresst mit dem Applikationsgerät, also mit diesem, wie heißt denn das? Applikator. Applikator, genau. Den haben wir hier auch, den haben wir auch im Shop. Da könnt ihr Steine einzeln setzen, wenn ihr keine Lust habt, das auf der Presse zu machen, beziehungsweise wenn es auf der Presse einfach nicht geht. Oder einer fehlt. Oder einer fehlt, genau. Wenn ihr einen Strassstein schief gesetzt habt, was ja passieren kann, manchmal, wenn ihr jetzt Freihand setzt und ihr macht die Presse zu und es verschiebt sich einer. Kein Problem. Einfach die Presse nochmal ganz kurz zuklappen und sie erhitzen und dann könnt ihr die Steine auch noch ein Stückchen verschieben. Dann ist der Kleber nämlich noch ein bisschen warm und dann könnt ihr es ein bisschen besser positionieren, falls wirklich mal etwas passieren sollte. Mit den Strasspunkten könnt ihr, wie Silvia gerade schreibt, bei den Anhängern von Geschenken die Punkte setzen. Da hast du absolut recht. Könnte man da auch eine Vorlage machen aus Vinyl, zum Beispiel für die Schuhe. Bei den Schuhen muss ich dir sagen, da würde ich mir lieber mit einem kleinen dünnen Stift die Punkte schon mal vormachen und dann einfach drauf applizieren. Das wär wesentlich einfacher, glaube ich. Gut, Februar 2020, Strass auf Papier, Strassformen selbst umwandeln, bisschen mit den Schriften gespielt. Ja, so einfach ist es und so viel Spaß kann es machen. Wir werden auf jeden Fall im Februar nochmal eine Strass-Sprechstunde machen. Ich habe mich nämlich gerade selbst inspiriert und habe Lust, mir einen richtig schönen großen Blumenstrauß zu machen aus Strass. Ich werde euch über die Schulter gucken lassen, wenn ich den erstelle. Natürlich kurz und knapp, ist klar, in einem abgedrehten Video. Aber wir werden auf jeden Fall noch, nachdem der Oliver, lieber Geschäftsführer, unsere ganzen mehrfarbig Strass-Shirts wieder mitgenommen hat in den Showroom, werde ich mir da auf jeden Fall noch eins erstellen, weil es dann schon wirklich eine richtig, richtig coole Sache ist. Und wenn man da eh schon dabei ist und die Blumen erstellt und das Ganze ineinander ersetzt, das ist High Class, das ist nicht schwierig. Wir haben ja die Vorlage, wir müssen uns ja nicht mal was ausdenken, sondern wir haben ja schon die Löcher, in die wir es reinsetzen müssen. Es ist nur Fleißarbeit in dem Fall, wie beim Entgittern auch. Die einen mögen die Mandalas nicht, weil sie es entgittern müssen und die anderen denken sich Yoga und ich will dieses Ding jetzt, also beiße ich mich da durch und so mache ich es eben bei den mehrfarbig strassenden Sachen auch. Lieber beiße ich mich da durch und habe so ein mega geiles Ding, als dass ich es nur einfach mache. Gut, das war's schon. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend noch. Habt noch einen schönen Abend. Bettina, schlaf gut. Ich bin auch müde. Wir sind alle, glaube ich, müde. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Mit welchem Thema, weiß ich noch nicht. Aber bis dahin weiß ich wenigstens wieder, wie ich heiße. Inga, vielen, vielen Dank. Wir sehen uns bitte Ende Februar wieder für die März-Plot-Along-Sprechstunde. Ja, gerne. Und sie ist nicht weg. Nur für euch ein bisschen weniger sichtbar. Bis bald, habt einen schönen Abend. Die Eva und die Inga für Plaudermarie. Tschüss. Tschüss.